Ich eröffne die Aufsprache und das Wort hat zunächst der Abgeordnete der FDP-Fraktion, Frank Sitter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im europäischen Vergleich nimmt Deutschland bei der LTE-Verfügbarkeit und bei der mobilen Geschwindigkeit einen der hinteren Plätze ein. Zu diesem traurigen Ergebnis kommt eine Studie des britischen Unternehmens Open Signal. Ich weiß, dass es auch Kritik an dieser Studie gibt, aber es ist eben auch eine der wenigen Untersuchungen, die in dieser Beziehung einen Vergleich zwischen unserem Land und anderen Nationen erlaubt und die auch die Nutzer aktiv einbezieht. Wir als Bundesabgeordnete, die ja viel im Land unterwegs sind, kennen die Erfahrung und können bestätigen, dass der Begriff weißer Fleck eher häufig als weiße Fläche benannt werden sollte. So liegt nach der Studie Deutschland in Europa mit seinen 4G-Netzen im Hinblick auf die LTE-Verfügbarkeit mit 65,7% abgeschlagen auf Platz 31. Das ist ein Platz hinter Albanien. Der europäische Spitzenreiter in dieser Studie von Open Signal ist Norwegen, verfügt über eine LTE-Verfügbarkeit von 92,2%. Damit können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schauen wir uns zusätzlich noch die Datenrate an. Auch hier liefert die Studie eine alarmierende Zahl. Bei der Datenrate hinkt Deutschland noch weiter hinterher, Platz 32 mit einer Datenrate von 22,7 Megabit pro Sekunde. Deutschland belegt also einen der letzten Plätze in Europa. Spitzenreiter ist hier Norwegen und Niederlande mit ca. 42 Mbit. Zur Erinnerung noch mal 22,7, das sind im digitalen Zeitalter Welten, die da dazwischen liegen. Die Digitalisierung ist doch aber auch viel, viel mehr als nur digitale Infrastruktur. Der digitale Fortschritt verändert unser Privatleben, unsere Arbeitswelt und unsere Wirtschaft nachhaltig. Aber auch Cybersecurity ist, nicht erst seit gestern bekannt geworden ist, dass es einen Hackerangriff auf die Bundesregierung gegeben hat, eines der Top-Themen. Robotik, künstliche Intelligenz stecken Herausforderungen, aber auch viele Chancen in der Digitalisierung und in digitalen Technologien. Aber hier müssen wir als Politik Antworten finden. Doch die Studie zeigt uns ja wieder mal, dass wir dem Thema digitaler Infrastruktur trotzdem weiterhin unsere erhöhte Aufmerksamkeit widmen müssen. Deutschland hat an vielen Stellen die Chancen der Digitalisierung noch nicht erkannt und die Schaffung der Grundlagen bisher, ehrlich gesagt, verschlafen. Und das, obwohl wir heutzutage kaum ein Politikfeld haben, das von der Digitalisierung nicht betroffen ist. Wir reden hier im Deutschen Bundestag von autonomen Fahren, von E-Health-Anwendungen, von digitalen Verkehrsleitkonzepten, von gezieltem Einsatz von Düngemitteln. Vielleicht reden wir auch in Zukunft mehr noch über digitale Güter, über Cybersicherheit, über Robotik, über künstliche Intelligenz. Alles spannende Themen, die eines als grundlegende Grundvoraussetzung benötigen, eine Vollabdeckung der Fläche mit Gigabit-Anschlüssen und mobiler LTE bzw. zukünftig 5G-Versorgung. Die Digitalisierung findet dabei nicht nur in Großstädten statt, sondern auch im ländlichen Raum. Im kleinsten Ort kann tatsächlich Großes entstehen. Durchaus richtig. Wir haben, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, gerade hier bietet uns die Digitalisierung unendliche Möglichkeiten und kann im wahrsten Sinne des Wortes verbinden, um so nicht zuletzt auch neues Wachstum zu generieren. Ich weiß, dass bei den letzten Frequenzauktionen Versorgungsauflagen gemacht wurden und wir jetzt sicherlich gesagt bekommen, wir müssen bis Ende 2019 warten. Aber auch da hatte ich im Verkehrsausschuss das Gefühl, dass die Bundesnetzagentur selbst nicht davon überzeugt ist, dass das klappt. Also hier wird es noch einiges zu besprechen geben hier im Hohen Haus. Und wenn wir nicht besser werden bei LTE und dann auch bei 5G, dann droht uns irgendwann vielleicht auch eine weitere, eine neue deutsche Teilung. Diesmal ohne Mauer und ohne Todesstreifen, aber auch in diesem geteilten Deutschland mit höchst unterschiedlichen Lebensstandards. Und noch etwas. Digitale Zukunftsfragen, die löst man nicht, auch liebe zukünftige Große Koalition, indem man die Zuständigkeit auf eine möglichst große Vielzahl von Ministerien verteilt. Deutschland braucht kein Heimatministerium, sondern endlich ein Digitalministerium, das die eben skizzierten Zukunftsthemen federführend angeht. Und aktuell könnte es wahrscheinlich auch noch als Sicherheitsbehörde fungieren. Die aktuelle Lage spricht ja dafür sich.
Wir als Freie Demokraten, wir wollen die Gigabit-Gesellschaft 2025. Und zwar nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum. Dafür brauchen wir drahtlose Breitbanddienste überall, für autonomes Fahren, für die Unternehmen, für die medizinische Versorgung, für die digitale Landwirtschaft. Wir wollen tatsächlich, wie versprochen, der Leitmarkt für 5G werden. Aber dafür, liebe Bundesregierung, brauchen wir mehr Tempo, auch von Ihnen, je nachdem, wie es ausgeht am Wochenende. Herzlichen Dank. Nächster Redner, der Kollege Thomas Jatzombek, CDU-CSU-Fraktion. Laptops sind verboten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute über die Mobilfunkversorgung in Deutschland diskutieren. Und auch wenn die FDP-Fraktion diese Studie Open Signal als Grund genommen hat, so muss man, naja, ob Anlass oder Grund, darüber kann man streiten. Jedenfalls kann man auch über diese Studie streiten, denn diese Studie hat einen ganz entscheidenden Fehler. Sie differenziert nicht zwischen den verschiedenen Anbietern. Und wenn Sie auf die Zeitschrift Connect gucken, die auch in Deutschland immer einen vielbeachteten Netztest macht, so hat Connect im letzten Jahr auch einen europäischen Netztest gemacht und hat in Deutschland, aber auch für andere Länder wie Großbritannien gesagt, sehr große Unterschiede zwischen den Anbietern. Und diese Gleichmacherei ist sicherlich ein analytischer Fehler, sodass man über die tatsächliche Geschwindigkeit im Mittel aller Netze sicherlich keine gute Auskunft darüber bekommt, was in Deutschland möglich ist. Aber wenn wir darüber reden, wie die Preise in Deutschland sind, dann kommt man doch sehr schnell auf objektiv vergleichbare Kriterien. Und dann stellt man fest, aus Finnland gibt es eine Studie vom Jahr 2016, aus dem April 2016, die hat festgestellt, wie viel Gigabyte man denn für 35 Euro bekommt. Und da bekommen Sie in Deutschland 4 Gigabyte, in Spanien 7, in Polen und in Großbritannien 20, in den Niederlanden 24 und in Frankreich sogar 50 Gigabyte. Das heißt, habe ich schon gesagt, 4. Das heißt, Sie bekommen fast 10-mal oder mehr als 10-mal so viel Volumen zum gleichen Preis in Frankreich wie bei uns. Und wenn dann einer der Netzbetreiber das so kommentiert und sagt, nun sei halt Deutschland ein sehr großes Land, dann ist das offensichtlich nur eine Ausrede, denn andere Länder, Frankreich, sind ja noch größer unter dem Strich und haben eine niedrigere Bevölkerungsdichte. Also hier, meine Damen und Herren, muss was passieren, denn der Mobilfunk in Deutschland ist offensichtlich der teuerste in Europa. Und das ist nicht gut. Und wenn man sich jetzt auf die Suche nach den Ursachen macht, dann findet man eigentlich zwei Gründe. Die hängen auch beide miteinander zusammen. Und der Urknall sozusagen für die Preisexplosion liegt im Jahr 2000. Ich erinnere, damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister hieß Werner Müller. Und da hat man sich gebrüstet, mit der Auktion für die Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2000 den höchsten Erlös aller Zeiten einzunehmen, mit einem ganz besonderen Verfahren, 50,8 Milliarden Euro. So, und irgendwer muss das bezahlen. Und am Ende ist offensichtlich, wer es bezahlt, nämlich die Gebührenzahler im Mobilfunk. Und wenn jetzt die FDP schon so zufrieden guckt, kann ich sagen, war die nächste Frequenzauktion bei Wirtschaftsminister Brüderle im Jahr 2010, und die kam immerhin auch noch auf stolze 4,4 Milliarden. Bei Sigmar Gabriel waren es zuletzt 5,08 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind zwar jetzt bei einem Zehntel dessen, was unter Rot-Grün verlangt wurde, aber es ist halt immer noch sehr viel. Und das Geld kommt irgendwo, muss wieder reinkommen. Und wir haben unter dem Strich in der Konsequenz bei der Auktion im Jahr 2000 noch 11 Anbieter gehabt, die in die Gebote mit eingestiegen sind. Und wir sind mittlerweile bei nur noch 3. Und einer läuft ja zumindest durch die Hauptstadt und sagt, wir haben große Sorgen, ob es uns noch geben kann, wenn das so weitergeht. Und wir brauchen deshalb dringend mehr Wettbewerb im Mobilfunk. Das ist unser ganz zentrales Problem. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als es nur 3 Anbieter gab, nämlich Mannesmann, Telekom und E-Plus. Da gab es keinen großen Preiswettbewerb. Und erst mit dem 4. Anbieter ist der Preiswettbewerb in Deutschland eigentlich gekommen. Und deshalb ist das wichtig, dass wir eben jetzt bei der nächsten Frequenzauktion wieder einen 4. Spieler in den Markt holen. Und wenn das eben keinen nationalen Spieler geben kann, dann ist der Weg der Bundesnetzagentur richtig, zu sagen, wir setzen auf regionale Frequenzen. Und wir versuchen dann auch denjenigen 5G-Angebote zu machen, die vielleicht nicht von den 3 großen Anbietern versorgt werden, sondern der Unternehmer mit dem produzierenden Gewerbe im Münsterland, der in seiner Halle 5G bauen will, der soll es dann eben mit seinem örtlichen Anbieter oder in Eigenregie machen können.
Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. So, und bevor das jetzt in meiner Rede untergeht, weil ich beim Thema Wettbewerb meinen Schwerpunkt geliefert habe, sage ich auch noch eins dazu. Wir müssen auch bei der Versorgung besser werden. Da werden gleich Kollegen noch deutlich mehr dazu sagen. Aber wir haben für die letzte Mobilfunkauktion festgelegt, in jedem Bundesland mindestens 97% und alle Autobahnen und alle ICE-Trassen. Und ich glaube, im Selbstversuch merken wir alle, dass das noch nicht erfüllt ist. Jetzt ist noch Zeit zur Umsetzung bis zum Ende nächsten Jahres, aber ich glaube, es wäre schlau gewesen von den Mobilfunkern, nicht bis heute zu warten, dass die Unzufriedenheit zu groß ist, sondern jetzt schon mal zu liefern und hier auch was zu zeigen. Und deshalb finde ich das auch richtig, dass wir jetzt sehr intensiv darüber diskutieren, wie wir auch die Versorgungsauflagen strenger machen können, um für die nächste Frequenzauktion dahin zu kommen, dass tatsächlich auch im ländlichen Raum die weißen Flecken verschwinden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Jens Zimmermann. Soweit Thomas Jatschambeck für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es jetzt in dieser Aktuellen Stunde zum LTE-Netz mit Jens Zimmermann für die SPD, deren Sprecher für digitale Agenda er ist. Das ist ein spannendes Thema, das die FDP für die Aktuelle Stunde hier ausgewählt hat, weil wir kennen diese Probleme alle. Ich habe einen Wahlkreis, der sowohl sehr ländliche Teile umfasst als auch eher städtische Teile. Und das Verrückte ist erstmal, dass man nicht sagen kann, irgendwo in den Bergen des Odenwaldes alleine, da hat man keinen Empfang, sondern auch manchmal auf dem Weg zum Frankfurter Kreuz bricht die Verbindung ab. Und das zeigt eben auch, dass dieses Problem eine sehr, sehr große Bandbreite hat, was die Versorgungsabdeckung angeht. Und da ist diese Studie, da kann man mit Sicherheit lange über die Methode diskutieren. Die Autoren der Studie wollten bisher ja nicht die Datengrundlage zur Verfügung stellen, weil man da irgendwie das noch wahrscheinlich kommerziell irgendwie verwenden will. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, denn ich denke, die Botschaft ist klar. Wir können mit der Mobilfunkabdeckung, so wie sie in Deutschland aktuell ist, nicht zufrieden sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, und da kann ich dem Kollegen Jatschambeck absolut zustimmen, dass wir eben uns anschauen, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen, wenn wir jetzt zum Aufbau des 5G-Netzes, das heißt des nächsten Mobilfunkstandards, kommen. Das ist jetzt in Südkorea bei den Olympischen Spielen schon mal so ein bisschen getestet worden, aber auch da ist es noch nicht flächendeckend. Wir hatten im Ausschuss Digitale Agenda gerade eine Delegation aus Südkorea gehabt. Das war auch durchaus interessant, weil es ist immer sehr einfach, gerade von dieser Stelle zu erklären, dass in allen anderen Ländern ja alles viel, viel besser läuft als bei uns. Wenn ich mich recht erinnere, haben die auch viele Fragen gestellt und auch dort läuft nicht alles perfekt. Aber wir müssen eben schauen, wenn wir zum 5G-Ausbau kommen, dass wir sicherstellen, dass der Ausbau in der Fläche eben besser vorangeht, als es jetzt der Fall ist. Und da gibt es auch wiederum eine Vielzahl von Gründen, die da immer noch reinspielt. Wir werden alle, wie wir hier sitzen, in unseren Wahlkreisen mit Sicherheit dieses Thema noch auf den Tisch bekommen, weil im 5G-Ausbau werden die Funkzellen kleiner. Das heißt, wir brauchen auch gerade im ländlichen Bereich mehr Masten, die auch sichtbar sind. Und dann erklärt sich an der einen oder anderen Stelle eben auch, wo diese Probleme herkommen. Weil wenn diese Funkzellen nicht aufgebaut werden können oder wenn es eben mit sehr großem Aufwand verbunden ist, dann ziehen die Anbieter gerne mal schnell weiter und lassen Gebiete auch unterversorgt. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aufgaben, die wir angehen müssen. Und das Thema Lizenzvergaben hat der Kollege Jatschambeck angesprochen. Ja, das war damals, als UMTS das nächste große Ding war, waren 50 Milliarden Euro eine gigantische Summe. Das werden Sie heute auch noch. Aber er hat es ja angesprochen, 4 Milliarden, 5 Milliarden, das ist auch immer noch sehr, sehr viel Geld. Aber eins muss auch klar sein, dass die Netzanbieter das am liebsten geschenkt haben wollten, das ist auch klar. Das kann aber am Ende auch nicht die Haltung unseres Hohen Hauses sein, meine Damen und Herren.
Wir haben im Koalitionsvertrag das Thema auch explizit adressiert und wir werden auch die neuen Lizenzen mit Ausbauauflagen kombinieren. Wir wollen bestehende Funklöcher schließen und es muss um eine flächendeckende Versorgung gehen, die dann auch für uns alle, die kein statistischer Wert ist, sondern mir helfen am Ende auch 98% statistischer Wert nichts, wenn bei mir ständig das Netz abbricht, weil irgendwo in den 2% eine Bundesstraße liegt, eine Autobahn oder ich im ICE sitze. Und deswegen ist es wichtig, diese Felder mit aufzunehmen und da mag der ein oder andere ja gelächelt haben, als man das im Koalitionsvertrag gelesen hat. Aber ich finde es auch richtig, dass wir mit einer App nach draußen gehen, wo die Meldung von weißen Flecken möglich ist. Weil wir haben zwar da auch gestern im Ausschuss mit der Bundesnetzagentur diskutiert. Ich glaube, mir ist es lieber, da eine Datenlage am Ende dann auch herbeizuführen, wo ich nachvollziehen kann, wo die herkommt, als dass ich da die Katze im Sack kaufe. Aber ich glaube, auch an dieser Stelle sind wir hier, haben wir keinen Dissens. Ich habe auch ja nicht die großen Vorschläge eben vom Kollegen gehört, was jetzt alles anders gemacht werden. Die Stoßrichtung ist klar, die Aufgabe ist klar. Packen wir es an. Die einen möglicherweise in der Regierung, die anderen wahrscheinlich in der Opposition. Vielen Dank. Herr Zimmermann war das für die zu seiner ersten Rede erteile ich das Wort dem Kollegen Matthias Sprecher für digitale Agenda seiner Fraktion. Weiter geht es mit Matthias Büttner für die AfD, der hier seine erste Rede halten wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! An ambitionierten Begriffen zur Beschreibung von neuen Technologien mangelte es ja noch nie. Gerade in Regierungsberichten, Papieren von Kommissionen und Verbänden und nicht zuletzt in Gesetzesmaterialien. Das Betonen der großen Digitalisierungschancen darf nirgendwo fehlen. Und diese Chancen sollen von uns auch gar nicht bestritten werden. Aber meine Damen und Herren, um die Chancen der Technik zu nutzen, muss man die Technik zunächst auch beherrschen. Long-Term Evolution, LTE, ist so ein weiterer wohlklingender Name. Aber der LTE-Netzausbau in Deutschland ist für unsere Bundesregierung wahrlich kein Ruhmesblatt. Dabei ist es eigentlich sehr verwunderlich, dass unsere LTE-Netze international so stark abgehängt sind. Hat sich doch Deutschland eigentlich bereits sehr früh mit dem Ausbau von 4G beschäftigt. Aber schon im Jahre 2015, also 5 Jahre nach der Einführung von LTE hier in Deutschland, zeigten bereits die ersten Studien, dass andere Länder, die später mit dem Ausbau von LTE begonnen hatten, uns in Sachen Netzabdeckung und Verbindungsgeschwindigkeit längst übertroffen haben. Sogar Länder wie Uruguay, Kasachstan, Bolivien oder Georgien sind LTE-mäßig besser aufgestellt als Deutschland. Und das ist skandalös, meine Damen und Herren, wie sich unsere Bundesregierung schuldig macht an der technologischen Abwicklung Deutschlands. Eins hat unser Land auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet bei den Nobelpreisen abgeräumt. Und heute werden wir von technologischen Schwellen- und Entwicklungsländern regelmäßig auf die Plätze verwiesen. Das ist eine beschämende Katastrophe. Immerhin darf sich die Bundesregierung beruhigt auf die eigenen Schultern klopfen. Denn Staaten wie Sri Lanka, Guatemala oder auch Kambodscha rangieren in puncto LTE-Geschwindigkeit und Netzabdeckung hinter Deutschland. Ja, da können wir alle froh sein, denn wer kennt in diesen Staaten keine führenden Industrienationen beim morgendlichen Blick ins Handelsblatt? Ja, und leider hat sich auch in der Zwischenzeit nichts an diesen Zuständen geändert. Dies beweist eine Studie, die erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist. Die Kollegen haben es eben schon genannt. Man sagt, das Internet macht die Welt zum Dorf, verbindet alle miteinander. Und nun sind Sie, meine Damen und Herren, von den übrigen Fraktionen hier inzwischen allesamt große Globalisierungsbefürworter. Aber Sie treiben die Globalisierung nur dort voran, wo sie Probleme schafft. Bei der Migration oder bei der globalen Absenkung von Sozialstandards. An der Herausforderung der technologischen Globalisierung durch schnellen Mobilfunk scheitern Sie kläglich. Aber genau diese Globalisierung würde keine Probleme schaffen. Sie würde ganz im Gegenteil sogar Probleme lösen. Zum Beispiel bei dem Problem der schwindenden Attraktivität des ländlichen Raumes. Mieten in den Städten werden immer teurer, sogar zu teuer. Und da denken Sie über die Mietpreisbremse nach. Wir haben es heute gehört. Aber die Landflucht, die Verdichtung in den Städten, das erkennen Sie nicht als Ursache.
Unsere Bürger und unsere Familien und unsere Firmen brauchen attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen in den ländlichen Regionen. Dann nimmt auch der Zuzugsdruck auf die Städte ab. Dann brauchen wir nicht über die wegen Ihrer falschen Politik notwendigen Mietpreisbremse zu diskutieren. Gerade LTE ist in der Fläche unverzichtbar für solche Lebens- und Arbeitsbedingungen. Deutschland hat LTE, also die vierte Generation der Mobilfunknetze, nur unzulänglich umgesetzt. Und nun steht mit der fünften Generation, also kurz mit 5G, bereits der technologische Nachfolger in den Startlöchern. Ja, und gestern war nun im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur zu hören, dass Deutschland zum Leitmarkt für 5G-Anwendungen werden soll. Endet dann dieser nächste Technologieschritt, dieses nächste große Vorhaben für uns dann auch wieder so, zuerst stark gestartet und dann auf halber Strecke liegen geblieben? Lassen Sie uns bei der 5G-Technologie nicht die alten Fehler wiederholen. Lassen Sie uns stark beginnen und lassen Sie uns aber zur Abwechslung auch mal den Technologiesprung vollständig vollziehen, sodass das Potenzial des neuen Standards auch vollumfänglich ausgeschöpft werden kann und dass keine Nutzergruppen ausgeschlossen werden, egal ob in den urbanen Ballungszentren, in unseren Dörfern oder in unseren Kleinstädten. Vielen Dank. Soweit die Rede von Matthias Büttner für die AfD-Fraktion. Weiter geht es mit Anke Domscheit-Berg. Sie ist Sprecherin für Netzpolitik der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren, Deutschland steigt ab. Das ist die Kurzfassung beim Ausbau der Infrastruktur für die digitale Gesellschaft. Jedes neue Ranking von Glasfaser über E-Government bis hin zum Mobilfunk bestätigt, was wir aus eigener Erfahrung längst wissen. Wir sind nicht nur keine Weltmeister, auch nicht Europameister, manchmal nicht mal mehr Mittelfeld, sondern reihen uns ein in die Schlusslichter. Der Markt versagt und staatliche Regulierung trägt dazu bei. Die Ausflüchte der Industrie zum schlechten Mobilfunknetz, wie der Ausbau sei nun mal sehr teuer, gerade in dünn besiedelten Regionen, oder es stünden manchmal Berge in der Gegend herum, sind doch ein reiner Witz. Letztes Jahr fuhr ich 5 Stunden von Kairo ans Rote Meer. Durch die Wüste, rechts und links Sand, soweit das Auge reichte, aber das Mobilfunknetz war super. Wenn Ägypten Funknetz in der Wüste hinkriegt, in meinem Brandenburger Wahlkreis sich aber Funkloch an Funkloch reiht, fühle ich mich schlicht verarscht. Wer mit der Bahn von der Schweiz nach Deutschland fährt, dessen Netz schwächelt nicht in den Bergen, sondern beim Überqueren der deutschen Grenze. Willkommen in Funklochland, das ist die Realität, der Rest sind faule Ausreden. Aber nicht nur die Industrie sieht sich schlecht geredet. Auch der Präsident der Bundesnetzagentur verkündete 2012 stolz, dass die Versorgungsauflagen der Frequenzversteigerung von 2010 zur Schließung weißer Flecken mit LTE alle erfüllt seien und, Zitat, in den versorgten Gebieten jetzt funkgestützte Breitbandzugänge zur Verfügung stünden. Wie kann das denn sein, wenn 6 Jahre später ganz offensichtlich immer noch kein flächendeckendes, schnelles LTE da ist? Ich will darauf antworten. Die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur schrieben den Unternehmen nämlich vor, dass sie zuerst die weißen Flecken zu 90% versorgen müssen, bevor sie sich um die lukrativeren Gegenden kümmern dürfen. Nirgendwo steht ein Ziel von 100%. Das ist der erste Regulierungsfehler. Den zweiten offenbart die schlichte Frage, 90% von was denn überhaupt? 90% von der Anzahl der Gemeinden? 90% der Quadratmeter der Fläche weißer Flecken? Ich lese gerne die entscheidende Stelle vor. Zitat: Ein Frequenzzuteilungsinhaber ist verpflichtet, in allen Bundesländern einen Versorgungsgrad von mindestens 90% der Bevölkerung der von den einzelnen Bundesländern benannten Gemeinden zu erreichen. Merken Sie was? Ich wette, das hat sich ein sehr begabter Lobbyist ausgedacht. Denn 90% der Bevölkerung ist etwas ganz anderes als 90% der Fläche. Und das erklärt, warum gerade in besonders dünn besiedelten Gegenden, da, wo man gerne Urlaub macht oder mit dem Zug durchfährt, dass diese Gegenden abgehängt sind und das leider auch bleiben werden. Für den dritten Fehler zitiere ich wieder die Bundesnetzagentur. Sollten während des Zeitraums Gemeinden durch andere Technologien mit gleichwertigen Breitbandlösungen versorgt werden, ist diese Versorgung auf die Ausbauverpflichtung von 90% der Bevölkerung anzurechnen. Eine andere Technologie ist zum Beispiel Kabelfernsehen. Es reicht der Bundesregierung also, wenn man RTL gucken kann. Was soll man da noch telefonieren?
Der vierte Fehler steckt im nächsten Zitat der Bundesnetzagentur. Den Frequenzinhabern wird keine Verpflichtung auferlegt, anderen Anbietern diskriminierungsfrei Zugang zu den Diensten anzubieten. Das, was in der EU prima funktioniert, nämlich die Nutzung der Netze durch andere Anbieter, fordert die Bundesnetzagentur explizit nicht. Roaming gibt es in Portugal, aber nicht in der Prignetz. Wenn Sie von einem Vodafone-Dorf in ein Deutsche Telekom-Dorf umziehen, müssen Sie den Handyvertrag wechseln. Andernfalls erleben Sie ein funktionales Funkloch. Ein Netz, das zwar da ist, das Sie aber nicht nutzen können. Ihr Display zeigt weiter kein Netz. Kluge Regulierung schreibt bei Infrastrukturen Open Access vor. Denn Wettbewerb soll nicht über die Netze, sondern über die Dienste stattfinden. So wie bei Autobahnen oder Schienennetz. Und das im Übrigen auch schon aus Gründen der Ressourcenersparnis. Übrigens, über 80% der Nutzerinnen von mobilem Breitband erhalten trotz überzogener Preise inzwischen nicht einmal die Hälfte der beworbenen Höchstgeschwindigkeit. Weil es ein geteiltes Medium ist und immer mehr Menschen sich den gleichen Kuchen in immer kleinere Stückchen teilen, wenn die Anbieter nicht das Netz entsprechend ausbauen. 2012 übrigens hatte jeder fünfte Nutzer im mobilen Breitband die höchste versprochene Geschwindigkeit. Heute ist es jeder 50. Wo bleibt da eigentlich der Verbraucherschutz und die Verantwortung der Bundesregierung? Es gilt endlich klüger und konsequenter im Interesse des Gemeinwohls zu regulieren. Denn unser schlechtes Netz ist ein hausgemachtes Problem, meine Damen und Herren. Wir fordern die Bundesregierung auf, diese Fehler beim 5G-Ausbau nicht zu wiederholen. Vielen Dank. Die Rede von Anke Domscheit-Berg war das für die Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Margit Stump, Bündnis 90, die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Ausbauzustand, wir haben es schon gehört, der Ausbauzustand des Mobilfunknetzes insgesamt ist erbärmlich. Die Versorgung mit LTE kann den Bedarf bei weitem nicht decken. Da drängt sich die Frage auf, wo liegen die Ursachen? Wie kann das sein in einem hochindustrialisierten Land, dessen Wohlstand von Wissen, Information und Kommunikation abhängig ist? Es fehlt ja weder an Technik noch an Kapital, aber es fehlen die geeigneten Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, digitale Infrastruktur war die letzten 4 Jahre bestenfalls Randthema im zuständigen Ministerium. Kein Wunder, wenn man sich über eine ganze Legislatur primär, aber umso erfolgloser mit der Umsetzung eines sinnlosen Wahlversprechens wie der PKW-Maut beschäftigt. Hat man sich dort überhaupt mit Technik befasst, dann vorzugsweise mit Übergangstechnologien. Egal ob Diesel oder Vectoring, allesamt alte Technik, die in die Sackgasse führt, ganz kleines Karo. Dabei wäre Weitsicht vonnöten gewesen. Großes Karo aber fand sich bestenfalls auf dem Anzug des Ministers. Fachlich Orientierungslosigkeit. Auf dieselbe Frage nach der Förderung von Breitband kam eine Antwort. 60% der Mittel seien in Glasfaser geflossen, heißt also 40% in Kupfer, eine andere indes. Es wurde ausschließlich Glasfaser gefordert. Da weiß die Linke nicht, was die Rechte tut und kennt zudem die eigenen Förderrichtlinien nicht. Die derzeitige Abdeckung der Fläche mit LTE kann auf Nachfrage nur geschätzt werden. Ob die genannten 60% stimmen, fraglich. Bei der Prüfung der Versorgungsauflagen verlässt man sich auf Konzernangaben und erhebt lediglich Stichproben. Das Verfahren hat sich ja schließlich, siehe Abgasskandal, bestens bewährt. Wenn man dann noch sieht, dass die Hälfte der bisherigen Forderungen an die Telekom floss, die historisch gewachsene Verbindungen pflegt und ehrgeizige kommunale Glasfaserprojekte immer noch mit Kupferausbau konterkariert, bekommt man eine grobe Ahnung davon, warum Deutschland beim Ausbau der digitalen Infrastruktur im Ranking ganz weit hinten steht, übrigens deutlich weiter hinten als auf dem Korruptionsindex. Jetzt könnte man sagen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt oder neue Regierung, neues Spiel.
Irrtum, weit gefehlt. Anstatt die notwendigen Konsequenzen aus den genannten Missständen zu ziehen und das Querschnittsthema Digitalisierung zu priorisieren und zu bündeln, gibt es bald ein Ministerium für Heimat. Man reibt sich die Augen und fragt nach dem Sinn. In meiner Naivität habe ich bisher gedacht, es sei Aufgabe jedes Ministeriums dafür zu sorgen, dass Deutschland Heimat ist. Heimatministerium also, akustisch nah bei Heimatmuseum. Nun, Heimat kann man auch modern interpretieren. Jugendliche beschreiben Heimat gern als Ort, wo drei Balken sind. Für diejenigen, die das Internet bis vor kurzem noch als Neuland betrachtet haben, damit sind nicht die Balken vor dem Kopf gemeint, sondern die Balken für den Netzstatus bei mobilen Endgeräten. So interpretieren übrigens nicht nur junge Menschen den Begriff Heimat, sondern auch Wirtschaft und Wissenschaft. Digitale Infrastruktur und auch die Sicherheit der digitalen Infrastruktur gehören faktisch zur klassischen Daseinsvorsorge. Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse und die Zukunftsperspektiven von Menschen und Wirtschaft in Deutschland sichern wollen, brauchen wir eine Beschleunigung des Ausbaus eines engmaschigen Glasfasernetzes und parallel dazu den Ausbau von 5G. Diese Tatsache bietet eigentlich die Steilvorlage für eine strukturierte und integrierte Planung des Glasfaserausbaus hin zu einem Gigabit-Netz. Doch was hat die GroKo in dieser Hinsicht vor? Nichts. Sie überlässt die wesentliche Basis für erfolgreiche Digitalisierung, den flächendeckenden Glasfaserausbau, dem freien Spiel der Kräfte und dem bisher erfolglosen Ministerium für Verkehr. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Google zeigt bei Eingabe der drei Stichworte Deutschland verschläft Digitalisierung rund 256.000 Ergebnisse. Das manifestiert ein Armutszeugnis für die Digitalisierungspolitik der bisherigen Regierung. Mit einem Weiter-so wird Deutschland den Anschluss an die digitale Avantgarde nicht schaffen. Wir brauchen gezielte Schritte hin zu einer strukturierten Digitalisierungsoffensive, zur digitalen Daseinsvorsorge. Das heißt für die neue Regierung, so sie denn kommt, ändern Sie Ihre Strategie, stellen Sie sich endlich dieser Herausforderung. Die Rede von Margit Stump war das. Bündnis 90, die Grünen, die hier ein Armutszeugnis der Bundesregierung in der Digitalisierungspolitik ausgestellt hat. Weiter geht es mit Nadine Schön, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Der Ausbau gibt uns Gelegenheit zu analysieren, wo stehen wir derzeit beim Mobilfunkausbau, wo wollen wir hin und wie können wir diese Ziele erreichen. Und zum Punkt 1, wo stehen wir beim Ausbau? Ja, wenn wir uns selbst die Frage stellen, ob wir mit dem Mobilfunknetz in Deutschland zufrieden sind, dann würde wahrscheinlich jeder von sich selbst antworten, ich persönlich bin nicht zufrieden. Denn allzu oft werden wir in Gesprächen aus dem Netz geworfen, allzu oft gelingt es uns nicht, je nachdem, wo wir uns befinden, die Internetseiten zu öffnen. Und das sind oft banale Internetseiten, da reden wir noch gar nicht über Streaming. Und dann auch in meinem Wahlkreis gibt es Dörfer, wo ich noch nicht einmal telefonieren kann. Das ist nicht befriedigend. Ja, das ist in Teilen auch ein Skandal. Und die Frage, die ja uns, der Politik und auch den Mobilfunkunternehmern gestellt wird, ist, ja, was tut ihr denn eigentlich dagegen? Und da kann ich sagen, wir tun einiges. Man muss aber auch sagen, dass die Erwartung, der Bedarf der Bevölkerung auch in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Und nicht jede Studie kommt zu dem gleichen Ergebnis wie die Studie, die Sie heute zum Anlass der Aktuellen Stunde nehmen. Wir haben auch bei Studien der Europäischen Kommission steht Deutschland im europäischen Vergleich gar nicht schlecht da. Aber ich will gar nicht auf Studien referieren, sondern will die Situation so nehmen, wie sie ist. Und ich denke, die Analyse haben wir ja gemacht. Wir sind derzeit noch nicht zufrieden. Was haben wir getan? Bei der Frequenzversteigerung von 2015 und 2010 wurde den Mobilfunkunternehmen klare Auflagen gemacht. Die letzten Auflagen sahen vor, dass 97% der Haushalte pro Bundesland, 98% der Haushalte bundesweit, dass die ICE-Strecken und auch die Bundesautobahnen mit LTE ausgebaut werden müssen. Und dieser Ausbau läuft. Und dabei muss man wissen, dass ja auch die Frequenzen, die vom Rundfunk gebraucht wurden, nach und nach
abgeräumt werden müssen. Und an der Stelle sage ich ganz klar, wir erwarten, dass die Mobilfunkunternehmen hier ihrer Verantwortung gerecht werden. Und wir werden künftig auch noch genauer hinschauen. Und dabei können alle mithelfen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Bundesnetzagentur künftig nicht nur mehr eigene Kontrollen machen muss, sondern dass auch eine App zur Verfügung gestellt wird, in der wir alle, in der die Bürgerinnen und Bürger ihre Funklöcher melden können. Damit wird ganz transparent, wo es noch Ausbaubedarf gibt. Damit kann auch Druck erzeugt werden gegenüber den Mobilfunkbetreibern. Und das ist eine gute Grundlage für die weitere flächendeckende Versorgung. Und ich sage ganz klar, die flächendeckende Versorgung ist unser Ziel. Wir wollen uns im Jahr 2018 fortfolgende nicht damit begnügen, dass es Funklöcher gibt. Wir wollen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und dann muss es egal sein, ob die Topografie gut oder schlecht, ob die Gegend dünn oder schlecht besiedelt ist. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk für unsere Bürger, und zwar für alle Bürger. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass die Bedarfe zunehmen. Wir reden heute sehr oft über 5G. Wir wissen teilweise noch nicht genau, wo die Anwendungsbereiche von 5G liegen werden. Deshalb macht das die Debatte etwas schwierig. Aber unser Ziel ist es, dass wir auch den nächsten Mobilfunkstandard flächendeckend in ganz Deutschland anbieten. Und da kann ich nur sagen an die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen, die sich heute hier hinstellen und sich beschweren, dass das alles zu langsam vorangeht. Sie alle, jede der einzelnen Fraktionen, sitzt, die Grünen, die FDP, die Linke und die SPD, sitzt wie wir auch in den Ländern in Regierungen. Und all diese Länder sind genau wie wir beteiligt im Beirat der Bundesnetzagentur und können mit Einfluss darauf nehmen, wie eine Ausschreibung aussehen wird. Da sind auch Sie gefordert, sich einzusetzen für den ländlichen Raum. Sie sind gefordert, mit das Konstrukt zu entwerfen, was dazu beitragen wird, dass die Versteigerung der nächsten Frequenzen zu einem flächendeckenden Ausbau führt. Und da kann ich nur sagen, also da nehme ich die Unionsfraktion als wesentlich intensiver war bei der Diskussion, ob wir mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen tatsächlich eine Flächendeckung erreichen werden, auch in den ländlichen Räumen. Da kann ich nur noch mal sagen, da sind alle eingeladen, mitzumachen, dass wir jetzt die Architektur entwerfen, die in den nächsten Jahren dazu führt, dass wir 5G flächendeckend haben. Und an die Adresse der Grünen will ich dann schon auch noch sagen, dass es schon auch sehr oft vor Ort die Grünen sind und ihre Anhänger, die, wenn es darum geht, dass ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt werden soll, die Ersten sind, die dagegen protestieren. Ja, sie können sich hier beschweren über eine mangelnde Versorgung, aber dann muss man schon auch zu ehrlich sein. Das gilt ja auch für die Energienetze, wo sie auch die Ersten sind, die immer protestieren. Man kann sich nicht nur hier über eine mangelnde Versorgung hinstellen, man muss dann auch mit dafür helfen, dass der Ausbau getätigt werden kann. Und an der AfD, und das sind dann die letzten, die ich adressieren will, sie machen sich ja ganz einfach. Weil, ja, sie waren bisher, sie sind noch nicht an der Regierung beteiligt, und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und dann kann man sich hier schön hinstellen und alles kritisieren. Nur schön wäre es dann schon, wenn Sie wenigstens einen Vorschlag machen werden, wie Sie das dann gerne erreichen wollen. Das konkreteste Zitat, ich habe es mir aufgeschrieben, war, wir wollen stark beginnen beim 5G-Aufbau. Das war das Konkreteste, was Sie gesagt haben. Da erwarte ich mir dann doch noch ein bisschen mehr Detailtiefe in Zukunft. Und dann werden wir es schaffen, alle gemeinsam, Politik, Regulierungsbehörde und auch die Mobilfunkbetreiber gemeinsam, dass wir den LTE-Ausbau weiter vorantreiben und auch die nächste Mobilfunkgeneration 5G schnell flächendeckend ausrollen. Das ist eine große Aufgabe, die wir haben. Die Menschen erwarten das von uns, und das sollten wir gemeinsam angehen. Der nächste Redner. Das war die Rede von Nadine Schön für die CDU-CSU, die hier gesagt hat, dass sie keine Funklöcher mehr in Deutschland wolle, sondern eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk. Weiter geht es mit Falko Moers für die SPD. Herr Sitter, Sie haben die Studie offensichtlich korrekt wiedergegeben. Soweit kann ich Ihnen schon mal recht geben. Was ich vermisst habe über die komplette Rede bei Ihnen, ist ein Ansatz, eine Aussage, was Sie denn jetzt eigentlich ändern wollen, außer dass wir jetzt LTE für alle wollen. Ich glaube, das hätten wir auch zur Abstimmung stellen können. Da hätten wir 100% gehabt. Hätte man sich die Aktuelle Stunde sparen können, ich glaube, dann hätten wir vielleicht über das ein oder andere aktuelle digitale Thema vielleicht sprechen können.
Und ich muss auch sagen, Sie glauben ja auch sonst von der FDP nicht an alle Studien. Wie könnte ich mir sonst erklären? Ich sage es mal aus einer DIW-Studie. Ihre Partei hat ja offensichtlich die ältesten Wähler und nebenbei auch noch die vermögendsten, tun aber auf ihren Wahlplakaten so, als ob sie eigentlich jung und hip wären. Also Sie sehen, Realität, Wirklichkeit unterscheidet sich manchmal. Na, das schauen wir doch mal nochmal. Und Herr Büttner, ich finde das ja faszinierend. Sie haben 3 Minuten gebraucht, um vom Thema LTE auf Ihr einziges Thema, was Sie immer wieder bringen, zurückzukommen. Ich empfehle Ihnen beim nächsten Mal, nutzen Sie vielleicht einfach mal die Zeit und lesen Sie sich die Open Signal Studie durch. Wenn Sie das getan hätten, dann hätten Sie nämlich verstanden, dass diese Studie einen ganz klaren systematischen Fehler hat. Und zwar muss man nämlich, basiert die Studie darauf, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer eine App herunterladen und übrigens auf dieser App markieren, wo denn ein Funkloch besteht oder die Probleme beim Netz liegen. Das führt übrigens dazu, dass sie nämlich dort in der Fläche, wo zum Beispiel der Landwirt oder der Wanderer nicht gerade mal die App bedient, eine 100-prozentige Versorgung vorgaukeln, während an deren Stelle, und LTE ist nun mal eine Shared Resource, dort, wo viele Nutzer darauf zugreifen und vielleicht auch eine vermeintlich hohe Netzabdeckung dort ist, dann aber die weißen Flecken vorgegaukelt werden. Das, würde ich sagen, entspricht nicht dem wissenschaftlichen Stand einer Studie. Und wenn man dann auch noch mal schaut, wie viele sich tatsächlich diese App runtergeladen haben, in welcher Anzahl dort die an der Studie teilgenommen wurde, wenn man irgendwie versucht, die Aussagefähigkeit der Studie zu validieren, komplette Fehlanzeige. Ich sage das hier nicht, um die Warnsignale, über die wir ja zu Recht heute debattieren, kleinzureden. Aber wir sollten auch nicht, auch wenn das vielleicht manche Parteien in diesem Hohen Haus so tun, zu Kurzschlussreaktionen kommen. Aber das ist ja vielleicht für den einen oder die andere hier typisch. Wir sollten übrigens dann auch nicht dieses dünne Eis als Basis unserer weiteren Entscheidungen nehmen, sondern ganz dezidiert uns das anschauen, was wir auch zuletzt gestern übrigens turnusmäßig, deswegen finde ich auch die Aktuelle Stunde ein bisschen eigenartig, ganz turnusmäßig im Ausschuss für digitale Agenda berichtet wurde seitens der Bundesnetzagentur, dass natürlich bei der Vergabe der Frequenzen noch nicht von 2015, noch nicht alle die Ausbauziele, die bis 2020 vorgeschrieben wurden, erfüllt sind. Das ist aber auch im Jahre 2018, glaube ich, Natur der Sache, dass man noch nicht die Ziele für 2020 erfüllt hat. Auch damit möchte ich nicht das Problem kleinreden. Ich sage nur, wir sollten etwas differenzierter darauf schauen. Wenn ich mal gucke, dass die Akamai-Studie, die übrigens direkt im Netz misst, oder auch Connect, mein Kollege Zombeck hat es ja vorhin, oder unser Kollege hat es ja vorhin bereits gesagt, dort übrigens zu völlig anderen Ergebnissen kommt, dann muss man sich tatsächlich mit den Studien, mit der Aussagekraft und mit den einzelnen Punkten sehr dezidiert auseinandersetzen. Und ja, wir müssen beim Ausbau eindeutig eine Schippe drauflegen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Auflagen, die wir zu Recht dort vorgesehen haben, bis 2020 erfüllt werden. Aber dafür müssen wir nach vorne gucken und nicht immer nur irgendwelchen falschen Studien hinterherlaufen. Wir brauchen, und da bin ich froh, dass das im Koalitionsvertrag entsprechend präsent ist, wir brauchen ein leistungsfähiges 5G-Netz. Ich habe das in meiner vorletzten Rede hier bereits deutlich gemacht, denn das ist die Voraussetzung für Industrie 4.0, für autonomes Fahren, für die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und genau deswegen müssen wir an der Stelle nicht LTE-Ausbau vergessen, aber eben klar auch die Prioritäten und damit den Weg in Richtung Zukunft stellen. Und lassen Sie mich dann zum Ende noch etwas in Richtung, Herr Sitter, Ihrer SPD sagen, FDP sagen, Verzeihung. Auf den Schwarz-Weiß-Bildern, die Sie im Wahlkampf in, ich sag mal, Parship-Design aufgehängt haben, haben Sie dann von Digital First Bedenken. Ja, Sie müssen sich das schon anhören. Die Plakate haben ja Sie, die Seite, nicht ich. Müssen Sie sich schon anhören, dass aus diesen Schwarz-Weiß-Plakaten noch lange keine Strategie wird. Insofern ist es durchaus heuchlerisch, dass Sie hier so tun. Sie schreiben nicht das auf die Fahnen, bringen aber nichts zustande, was Vorschläge beinhaltet. Insofern beim nächsten Mal etwas besser vorbereiten. Danke sehr. Volker Moors war das für die SPD-Fraktion, der hier gesagt hat, auch seine Fraktion wolle beim Ausbau eine Schippe drauflegen. Weiter geht es jetzt mit Uwe Kammern für die AfD.
Herr Präsident, meine Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen und besonders Frau Schön. Hören Sie jetzt gut zu? Jetzt lernen Sie was aus der Praxis und nicht nur vom Anlesen. Das war schon immer eins. Das muss runtergehen. Also wir sind hier zur Diskussion, um über das LTE-Netz im europäischen Vergleich zu reden. Und bei der durchschnittlichen LTE-Geschwindigkeit, und ich komme jetzt auch auf diese, wir haben ja nur diese oder einer der wenigen, Open Signal-Studie, liegen wir, und hören Sie gut zu, haben Sie vorhin vielleicht schon, Platz 32. Ganz genau. Länder wie Serbien oder Kroatien liegen weit, weit vor uns. Aber auch wenn die Mobilfunknetzbetreiber bis 2020 die tollen Auflagen, 98% der Verfügbarkeit für alle Haushalte erreichen, dann hilft das überhaupt nicht der digitalen Landwirtschaft oder dem Crowdworker im hessischen Dorf Linsengericht. Wie oft kommt es vor, dass Sie verzweifeln, wenn Sie einen mobilen Download anstoßen und feststellen müssen, dass Sie jedes einzelne Bit aufgrund von Netzüberlastung von Ihrem iPhone durch die Welt schwirren sehen und Sie bekommen nichts. Das ist halt der Unterschied zwischen Verfügbarkeit und nutzbarer Verfügbarkeit. Und die Datenflut wird immer weiter ansteigen. Schätzungen zufolge wird in den nächsten 2 Jahren allein das Datenvolumen bei Smartphones sich verzehnfachen. Und das Internet der Dinge wird zusätzlich zur Datenflut beitragen. Und wir alle registrieren, dass die Mobilfunknetze bereits heute schon der wachsenden Datenflut immer weniger genügen. Der Grund dafür ist, dass unsere Mobilfunknetze durch den massiven mobilen Datenverkehr überlastet sind. Filmchen bei YouTube oder Netflix werden millionenfach heruntergeladen, aber auch Unternehmen nutzen für ihren Datenverkehr immer häufiger das Internet und die öffentliche mobile Datenübertragung. Das haben Sie uns auch nicht gesagt. Aber warum schleichen wir bei der mobilen Sprach- und Datenkommunikation so hinterher? Hören Sie doch zu, reden Sie nicht so viel. Hören Sie einfach zu, dann kriegen Sie auch was mit, auch dass die AfD sich die Sachen ausschaut. Einfach zuhören, dann klappt das auch. Dann klappt es auch mit der Kommunikation. Aber warum schleichen wir bei der mobilen Sprach- und Datenkommunikation so hinterher? Was sind eigentlich die Gründe dafür? Zum einen haben Telco-Konzerne seit 2000 für UMTS-Lizenzen zig Milliarden, ungefähr 70 Milliarden Euro ausgegeben. UMTS stand damals für unverhoffte Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden. Damit wurden aber den Mobilfunkbetreibern die notwendigen Investitionen, die sie dringend für den Ausbau brauchen, entzogen. Und das trieb die Lizenzkosten pro Einwohner auf einen Satz, der 3- bis 6-mal so hoch liegt wie in unseren Nachbarländern. Und zum anderen müssen bei der Errichtung von Mobilfunkbasisstationen eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen beachtet werden. Und das zieht die Verfahren bei jedem einzelnen Mast unnötig in die Länge und die Kosten in die Höhe. Ausbaden muss das am Ende, wie immer bei Ihren verqueren Politik, am Ende der Verbraucher. Es wurde vorhin schon gesagt, so teuer wie wir Deutschen surft in der EU fast niemand. 35 Euro, 4 Gig. In Finnland surft man dafür ohne Begrenzung. In Frankreich gibt es dafür 50 Gigabit. Hinzu kommt, dass man bei uns deutlich lahmer surft als anderswo. In den Niederlanden etwa surft man im Schnitt doppelt so schnell im LTE-Standard. Liebe Kollegen, die Netzbetreiber durch milliardenhohe Lizenzkosten finanziell schröpfen, dann niedrige Verbraucherpreise und Milliardeninvest verlangen. Das ist das Ergebnis der Politik dieser Bundesregierung am Ende des Tages. Das funktioniert nicht. Die Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland warnen bereits eindringlich davor, den Unternehmen den Ausbau des neuen 5G-Netzes durch unverantwortlich hohe Lizenzkosten zu erschweren. Wir wissen ja nun, plant die Bundesregierung für die Lizenzen dieser neuen Mobilfunkgeneration noch in diesem Jahr die Vergabe, haben wir gestern gehört. Und hier erwarten wir von Ihnen, aus den begangenen Fehlern der Vergangenheit endlich mal zu lernen.
Nutzen Sie die von Ihnen zu erwartenden 12 Milliarden Euro, so steht es ja in Ihrem Koalitionsvertrag, Lizenzeinnahmen, um diese bei der nachweisbaren Erfüllung der Auflagen subventionsähnlich an die Netzbetreiber zurückzuzahlen. Dann haben Sie auch das Problem der heute fehlenden Sanktionsmöglichkeiten positiv gelöst. Bisher haben Sie es leider sträflich versäumt, zumindest Sanktionen bei der Nichterfüllung von Auflagen beim LTE-Ausbau festzulegen. Man muss sich mal vorstellen, Sie haben Auflagen den Netzbetreiber gegeben, und Sie haben es versäumt, für die Nichterfüllung entsprechende Sanktionsmittel bereitzustellen und festzulegen. Das haben Sie damals nicht gemacht. Das müssen Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist nicht nur dilettantisch, das ist hochgradig schädlich. Ich werde überrascht sein, wenn Sie hier Ihren Koalitionsvertrag Folge leisten. Legen Sie verbindliche, quantifizierbare und nachprüfbare Meilensteine während des Aufbaus für die Erfüllung von Auflagen fest und nicht nur am Ende eine einmalige Überprüfung und am Ende ohne Konsequenzen. Vereinbaren Sie Auflagen, ich bin gleich fertig. Vereinbaren Sie Auflagen, die die tatsächliche nutzbare Verfügbarkeit besonders in der Fläche sicherstellt. Nur so ist Smart Home, Smart City und Smart Farming realisierbar. Und beenden Sie endlich Ihre verhängnisvolle Negativstrategie bei der digitalen Agenda. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Zuhören. Die Rede von Uwe Kammann war das für die AfD-Fraktion, der hier noch einmal kritisiert hat, die hohen Lizenzkosten für die Mobilfunkanbieter. Damit sei der Ausbau oder beziehungsweise das Benutzen der Daten schon von vornherein zu teuer geworden. Weiter geht es mit Daniela Kluckert für die FDP-Fraktion. Verehrter Präsident, verehrte Damen und Herren, wir brauchen mehr Europa, und zwar in einem Sektor, der nach wie vor weit hinter den Bedingungen eines offenen Binnenmarktes hinterherhinkt. Und deswegen fordern wir als Freie Demokraten die Abschaffung der innereuropäischen Grenzen im Mobilfunkmarkt. Und damit meine ich ganz konkret die Möglichkeit für jeden einzelnen Bürger in der Europäischen Union, einen Mobilfunkvertrag in dem Land abschließen zu können, in dem er das möchte. Mit einem echten Binnenmarkt im Mobilfunksektor würden wir nämlich gleich zwei Dinge erreichen. Erstens entsteht endlich ein Wettbewerb, der sinkende Preise und dazu ein deutliches besseres Angebot zur Folge hat. Denn es ist völlig unakzeptabel, dass wir hier in Deutschland im europäischen Vergleich, wie eben die jüngst veröffentlichte Studie gezeigt hat, über die wir heute hier reden, sowohl bei den Preisen als auch bei der Netzabdeckung die unrühmlichen letzten Plätze belegt. Der Studie wird seitens der marktbestimmenden Mobilfunkanbieter, aber auch von der Bundesregierung deutlich widersprochen mit dem Kommentar, so schlimm sei das alles gar nicht und außerdem sei die Netzabdeckung ausreichend und LTE-Datenrate sei hoch. Mich persönlich, muss ich ganz klar sagen, erinnert diese aberwitzige Ablehnung der Tatsachen eine kleine Anekdote, die ich auf einer Reise in ein nordafrikanisches Land erlebt habe. Ja, da stand ich an der Rezeption eines Hotels und mir wurde gesagt, 22 Stunden am Tag gibt es auf jeden Fall Wasser zum Duschen. Was denn jetzt genau die zwei Stunden oder wann genau die zwei Stunden sind, wann es kein Wasser gibt, wurde mir nicht gesagt. Und dann immer, wenn ich duschen wollte, war kein Wasser da. Damit möchte ich sagen, dass ich den Berichten vieler Handynutzer über Lücken im Netz Glauben schenke. Und diese Erfahrung kann auch jeder von uns hier machen. Die Erfahrung hat hier jeder, der einmal die Städte verlässt und in den ländlichen Raum geht. Sogar auf den Hauptstrecken der Bahn und den großen Autobahnen, die wichtige Städte verbinden, fehlt das Netz teilweise komplett. Und zweitens, und das liegt mir persönlich ganz besonders am Herzen, wäre ein offener Binnenmarkt im Mobilfunksektor ein sehr positives Beispiel, das nahezu jeder Mensch in Deutschland berührt und das sie für Europa auch begeistern kann. Denn der Sinn hinter dem europäischen Projekt war und ist doch auch heute noch das Zusammenkommen von Menschen, aber eben auch von Märkten. Des Weiteren fordern wir von der Bundesregierung bei der anstehenden Versteigerung der 5G-Lizenzen, und das ist heute schon häufig gefallen, harte Anforderungen an die beteiligten Mobilfunkbetreiber zu stellen.
Anders als bei der LTE-Versteigerung vor einigen Jahren sollten hier für die Bundesregierung die Handynutzer und eben nicht die Erlösmaximierung im Vordergrund stehen. Beispielsweise erwarten wir eine Ausrichtung der Anforderung auf die Abdeckungsfläche und nicht auf die statistische Verfügbarkeit für eine bestimmte Bevölkerungsprozentzahl. Denn wenn schwache Anforderungen zu hohen Versteigerungserlösen führen, die dann wieder für Förderprogramme genutzt werden, um Kommunen mit schwachen Netzabdeckungen Unterstützung zu leisten, ist es nichts anderes als linke Tasche, rechte Tasche. Und wenn die Bundesregierung es wirklich ernst meint mit der Digitalisierung aller Bereiche unserer Gesellschaft, sei es die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, sei es das autonome Fahren oder die dezentrale Bildungsangebote, dann muss 5G überall verfügbar sein. Meine Damen und Herren, dafür werden die Weichen jetzt gestellt, und zwar durch die Vollendung des digitalen Binnenmarktes und eben eine vernünftige Regulierung des Mobilfunksektors. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. So, und jetzt das war die Rede von Daniela Kluckert für die FDP-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Markus Uhl, CDU/CSU. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. 64% der Bundesbürger nutzen heute mobile Datenverbindungen. Für 2018 prognostiziert der Branchenverband Bitkom, dass der mobile Datenverkehr in Deutschland auf 2.100 Millionen Gigabyte ansteigen wird. Das ist im Vergleich zu 2016 eine Verdopplung. Mobilfunknetze sind für die Menschen in unserem Land als auch für die Wirtschaft zu einem validen Standortfaktor geworden. Und dies wird sich mit der fortschreitenden Digitalisierung auch weiter verstärken. Um an der Spitze der weltweiten Entwicklung zu bleiben, brauchen wir schnelle, flächendeckend verfügbare, stabile und vor allen Dingen, wurde ja auch schon genannt, bezahlbare Mobilfunkverbindungen. Meine Damen und Herren, die angesprochene Studie des britischen Unternehmens Open Signal kommt in der Tat zu Ergebnissen, die nicht zufriedenstellend sein können. Aber auch ich halte diese Analyse nicht für valide. Und wir haben ja schon einiges gehört, weshalb das so ist. Und ich habe mir zusätzlich angeschaut, wie denn die Ergebnisse dieser Studie ermittelt werden. Und dazu können die Teilnehmer, diejenigen, die da mitmachen wollen, sich eine App runterladen im Internet auf ihr mobiles Endgerät und damit dann die Messungen durchführen. Und das nennt man in der statistischen Forschung Selbstselektion der Teilnehmer. Und dadurch läuft die Studie Gefahr, eben selbst nicht repräsentativ zu sein. Und zum anderen, und da reicht ein kurzer Blick ins Internet, gibt es zahlreiche andere Studien und Analysen, in denen Deutschland auch deutlich besser abschneidet. Um ein Beispiel zu geben, genau eine andere Studie zeigt den Spitzenreiter der Open Signal Studie, nämlich die Niederlande, im unteren Mittelfeld in Europa auf. Zusammenfassend habe ich doch erhebliche Zweifel, was die Validität dieser Studie angeht. Heute haben wir in Deutschland eine hohe Anzahl von Haushalten mit LTE-Empfang, der einigermaßen zufriedenstellend ist. Die aktuell geltende Versorgungsauflage für den LTE-Ausbau läuft allerdings auch noch bis Ende 2019. Und bis Ende 2019, also in knapp 2 Jahren, sind alle drei Netzbetreiber dazu verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt 98% der Haushalte bundesweit mit LTE zu versorgen, inklusive der Bahnstrecken und der Bundesautobahnen. Und das wird bis dahin natürlich auch noch zu weiteren Verbesserungen führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wie auch schon bei den Sondierungsverhandlungen, Sie gehen wieder vorzeitig vom Platz, Sie analysieren lieber vom Spielfeldrand. Wir bleiben auf dem Platz und wir setzen uns bis zur letzten Sekunde auch für den Erfolg ein. Gerne. Ja, und deshalb war es auch die CDU-CSU-Fraktion, es war meine Fraktion, die im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur diese Woche genau dieses Thema aufgerufen hat. Wir waren es, die das Thema zukünftiger und bestehender Mobilfunknetzausbau auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und wir haben das getan, weil wir einerseits wissen,
dass wir heute bereits ein ordentliches Mobilfunknetz haben, aber da wir auch wissen, dass wir heute die Chancen nutzen müssen, die entscheidenden Schritte für den kommenden Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration, nämlich 5G, zu diskutieren. Und ja, ich stimme Ihnen zu, wir haben in Deutschland, gerade im ländlichen Raum oder in Gebäuden, auch noch zu viele Funklöcher. Und ja, natürlich, sie sind für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft ein verständliches Ärgernis. Unser Anspruch, eine mobile, digitale Mobilfunkinfrastruktur, müssen verlässliche, muss eine lückenlose Versorgung sein, auch und gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten. Und das dient auch nicht zuletzt der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Und deshalb nehmen wir uns auch dem Thema an. Und, meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag wurde ja schon zitiert. Schauen Sie doch mal rein. Und das Thema Ausbau der digitalen Infrastruktur spielt da eine ganz besondere Rolle. Zum einen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Mobilfunknetzausbaus. Und da zunächst, um weitere Diskussionen über Statistiken zu vermeiden, werden wir eine bundesweite neutrale Messinstanz durch die Bundesnetzagentur schaffen und die Bundesnetzagentur natürlich dann auch ermöglichen, bei Verstößen gegen die Versorgungsauflagen auch passgenaue und vor allen Dingen rechtssichere Sanktionsmechanismen anzuwenden. Und die App wurde ja auch schon angesprochen. Durch diese Funkloch-Melde-App werden die Bürgerinnen und Bürger selbst die Möglichkeit haben, bei der Netzabdeckung einfach unbürokratisch Probleme zu melden, damit konkrete Verbesserungen auch erzielt werden können und der Druck natürlich auch auf die Anbieter steigen wird. Und wir werden bis zum Ende diesen Jahres eine Gesamtstrategie vorlegen zur Schließung der bestehenden Funklöcher, um gemeinsam auch diese mit den Mobilfunkanbietern und den Ländern zu erarbeiten. Und zum anderen, meine Damen und Herren, legt der Koalitionsvertrag auch den Grundstein für die nächste Mobilfunkgeneration 5G. Die Gigabit-Gesellschaft bietet zukünftig innovative und zukunftsfähige Mobilitätsangebote, autonomes Fahren, Smart Farming, E-Health und vieles mehr. Und damit auch die Menschen im ländlichen Raum davon profitieren, brauchen wir selbstverständlich eine verlässliche und eine lückenlose Versorgung mit 5G, auch in der Fläche. Und deshalb gilt für uns die Maxime, neue 5G-Frequenzen nur gegen eine flächendeckende Versorgung. Und damit ist klar, trotz des Versuchs der Miesmacherei von einigen hier stehen wir im Mobilfunknetzbereich gut da. Es gibt weiße Flecken, wir werden diese schließen. Der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur hat für uns oberste Priorität. Und deshalb wird Deutschland auch der kommende Leitmarkt für die nächste Technologiestufe für 5G sein. Soweit Markus Uhl für die Unionsfraktion, der hier gesagt hat, beim Thema Mobilfunkausbau, das Thema Mobilfunkausbau sei von der Union immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden. Weiter geht es mit Gustav Herzog für die SPD-Fraktion. Wer über die Breitbandversorgung diskutiert, gleich ob mobil oder per Kabel, wer über Digitalisierung diskutiert, ob jetzt hier im Hohen Haus oder draußen in der Gesellschaft, der ist immer in der Gefahr, eine Momentaufnahme zu machen und dann zu sagen, alles ganz schrecklich oder wir sind die Besten. Und dabei wird vergessen, dass diese ganze Entwicklung ja sehr unterschiedlich läuft. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir mit ISDN Weltmarktführer waren, ganz stolz darauf und kurze Zeit später durch DSL in anderen Ländern überholt worden sind. Deswegen, wer heute meint, der ist ganz hinten oder ganz vorne, kann übermorgen schon auf einem anderen Platz sein. Ja, es gibt diese Unzufriedenheit über die LTE-Versorgung, völlig zu Recht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist erst mal festgezurrt bis zum 31.12.2019. Und damals sind keine Zwischenschritte eingezogen worden. Und das ist einer der Punkte, die wir auch im Ausschuss gegenüber der Bundesnetzagentur geäußert haben. Ist es denn möglich, bei dem nächsten, bei 5G zu überlegen, lassen wir es denjenigen, die das ausbauen, zu, dass sie sozusagen am Tag vorher erst den Versorgungsauftrag erfüllen, oder schauen wir, dass Zwischenschritte erfüllt werden? Ich halte das für den besseren Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine schwierige Debatte und nicht nur heute, sondern ich habe mal nachgeschaut, auch schon 2010, als Rainer Brüderle Wirtschaftsminister war, war es eine spannende Frage,
inwieweit wir so drei Punkte unter einen Hut bringen. Der Anspruch auf 100% Versorgung, dann aber auch entsprechende Erlöse bei der Versteigerung und dann sollen diejenigen, die die Netze betreiben, auch noch Geld haben zum Investieren. Diese drei Punkte vernünftig abzuwägen, wird die schwierige Aufgabe sein, weil wir nur einmal das Geld haben werden, entweder als Erlös bei der Lizenzversteigerung oder die Unternehmen haben es bei einer 100%-Versorgung, auch den letzten Bauernhof dann zu versorgen, irgendwo weit draußen in der Fläche. Das sind enorme Kosten. Und wir haben ja schon etwas Vorsorge getroffen. Wir haben bisher in über 650 Projekte 320.000 Kilometer Glasfaser in Auftrag gegeben und da wird schon gebaut. Und zu Recht hat die Bundesnetzagentur gesagt, 5G ist die Hochzeit von Glasfaser und Mobilfunk, weil wir diese 5G-Ausstattung nur hinbekommen, wenn auch überall Glasfaser ist. Also wird es die spannende Frage sein, wie organisieren wir diese Vergabe? Ich will zu dem Anlass kommen, den die FDP genommen hat für diese Aktuelle Stunde, diese Open-Signal-Studie. Dazu hat auch der Kollege Moers schon gesagt, wie dünn diese Datenbasis ist, weil bislang sind die Grunddaten dieser Studie nicht offengelegt. Ich stelle dagegen die Herzog-Studie. Ich habe hier im Plenum die bereits existierende App der Bundesnetzagentur genommen. Und eben als jetzt überschaubare Zahl von interessierten Kolleginnen und Kollegen da ist, mal nachgemessen, ich komme auf weit über 250 Mbit LTE. Als vorher die Abstimmung war und viele Kolleginnen und Kollegen hier waren und sich in der digitalen Welt bewegt haben, war ich bei etwa 100 Mbit. Das heißt, alleine die Frage, wenn viele das Medium nutzen, zeigt diese von Ihnen als Kronzeuge angeführte App und Studie natürlich eine geringe Datendurchsatz. Deswegen ist das nicht das geeignete Instrument, festzustellen, was geht und was nicht geht. Ich will zwei Dinge noch klarstellen, weil es mich einfach ärgert, wenn im Ausschuss ausführlich berichtet worden ist und hier dann Dinge erzählt werden, die so nicht stimmen. Frau Kollegin Domscheit-Berg, die Bundesnetzagentur lässt es nicht nur zu, sie hat auch klar gesagt, sie wünscht es natürlich, dass die Betreiber ihre Infrastruktur gemeinsam nutzen, National Sharing machen. Weil es natürlich volkswirtschaftlich auch Unsinn ist, wenn wir alle 800 Meter drei Mobilfunkmasten oder andere Technik hinstellen, sondern wenn die das gemeinsam nutzen und sich an das Wettbewerbsrecht halten, ist das allemal eine gute Sache. Und Herr Kamann, auch zu Ihnen, lesen Sie es nach. Natürlich kann die Bundesnetzagentur Sanktionen vornehmen. Sie haben uns nur gebeten, es etwas besser zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss. Ich habe mal nachgeschaut, wie umfangreich die Koalitionsverträge der letzten Regierungen waren. 2009 eine knappe Seite zum Thema Digitalisierung. 2013 immerhin schon drei Seiten. Und dieser, wie ich hoffe, am Sonntag dann beständige Koalitionsvertrag hat alleine 12 Seiten zum Thema Digitalisierung. Das zeigt, die zukünftige Regierung ist auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Gustav Herzog war das für die SPD-Fraktion. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist jetzt Ulrich Lange, CDU/CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nein, es gibt keine Studie, es gibt keine Ulrich-Lange-Studie und es gibt auch keine weiteren Kommentare zur Validität dieser vorgelegten Studie. Denn mit der Studie ist es so wie mit jeder Statistik, glaube nur der, die du selber gefälscht hast. Also wir sollten uns einfach sachlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und lieber Kollege Herzog, Ihr Wort in Gottes Ohr mit Ihren Mitgliedern. Wir haben uns auf den Weg gemacht und wir werden uns auch weiter auf den Weg machen. Und ich lasse eines nicht zu, dass wir alles schlecht reden aus den letzten Jahren, denn es waren fast alle irgendwo an irgendeiner Stelle mal beteiligt, sei es regulatorisch, sei es politisch oder in sonstiger Verantwortung. Nur, lieber Kollege Sitter von der FDP,
eines, dem muss ich einfach massiv widersprechen. Der Vergleich der Trennung und der Schere, die auseinandergeht in der Digitalisierung zwischen Metropolen und dem ländlichen Raum, mit Mauer und Todesstreifen zu vergleichen, finde ich schlechterdings nicht nur nicht gelungen, sondern unmöglich an dieser Stelle. Ja, ein großes Aber setzen auch wir hinter der Versorgung am ländlichen Raum. Und deswegen müssen wir das Ganze in den Fokus nehmen, weil sich natürlich auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung verändert hat. Es hat ja jetzt jeder seine persönlichen Berichte abgegeben, wann ihm das Netz reißt, wo er auf der Welt war und es besser war, das kennen wir alle. Aber für uns wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich diese Periode mit zu einer Glaubwürdigkeitsfrage, ob es uns gelingt, die Versorgung im ländlichen Raum tatsächlich zu verbessern und die weißen Löcher zu schließen. Denn wir reden alle, und zwar ausnahmslos alle, über Digitalisierung in der Landwirtschaft, Digitalisierung in der Medizin, Digitalisierung beim Fahren, autonomes oder automatisiertes Fahren. Jeder spricht davon, noch wenn es dann darum geht, müssen wir genau diese Schere schließen. Und das, denke ich, ist uns mit dem Koalitionsvertrag, wo wir um die Details gerungen haben, auch gut gelungen. Ich nehme aber da nicht nur das BMVI in die Pflicht, sondern ich nehme ausdrücklich, und das hat das Gespräch gestern im Ausschuss auch gezeigt, auch die Bundesnetzagentur in die Pflicht. Denn ohne entsprechend ambitionierte Versorgungsauflagen bei 5G wird es nicht funktionieren. Und liebe Kollegin von den Grünen, in den Ländern sind Sie ja wesentlich mit dabei. Die FDP, hat man mir gerade vom Rande zugerufen, übt gerade in den ein oder anderen Ländern wieder das Regieren und gewöhnt sich daran. Bei den Grünen ist das ja ein bisschen anders, insbesondere in Baden-Württemberg, wo Sie herkommen. Und auch im Länderarbeitskreis, wenn Sie mal sehen, mit welcher Versorgungsauflage und welchen Ideen der Länderarbeitskreis jetzt an die Bundesnetzagentur herangetreten ist, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, dann würde ich mal auf meine Landesregierungen zugehen und deutlich ambitionierter werden. Nicht hier anders reden, wie man in den Ländern regiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende kann es nicht nur heißen, Autobahnen und ICE-Netze zu versorgen. Am Ende muss es heißen, Staats- und Landesstraßen genauso einzubeziehen wie die letzte Kreisstraße. Ich sage das so deutlich, denn so formuliert es auch unser Koalitionsvertrag. Und am Ende muss es heißen, mehr Druck und mehr Transparenz bei den Anbietern. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Agenda. Das wird auch ein Maßstab, wenn ich über die Anzahl der Seiten im Koalitionsvertrag hinausgehe. Denn es geht am Ende nicht um die Anzahl der Seiten, lieber Kollege Herzog, sondern um das, was tatsächlich in der Fläche passiert. Wir sind guter Dinge. Wir werden daran weiter erfolgreich arbeiten. Herzlichen Dank. Guter Dinge und weiterhin erfolgreich arbeiten, sagt Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde zum Thema LTE-Netz und Ausbau in Deutschland, beantragt von der FDP-Fraktion.